Es gibt Leute, die verkaufen sich für ein Frühstück. Wie bitte? Ich fordere Sie jetzt mal hier auf, das ganz öffentlich zu sagen. Sie haben gerade die FDP beschuldigt. Also Sie können ja sagen, Cannabis legalisieren, dafür bleibt die Autobahn uneingeschränkt. Willkommen bei The Studio 5 Fields. Am 26.09. findet die Bundestagswahl statt. Und noch ein Wort von unserer Seite. Bitte geh wählen. Wir haben 6 Politiker aus den Bundestagsparteien eingeladen, um herauszufinden, ob alle gleich denken. Mein Name ist Daniela Kluckert, ich bin FDP-Abgeordnete. Moin, mein Name ist Luise Amtsberg, ich bin von Bündnis 90 Die Grünen und seit 8 Jahren im Deutschen Bundestag. Ich bin Falko Mohr, 37 Jahre alt, bin für die SPD seit 4 Jahren jetzt im Deutschen Bundestag. Hi, mein Name ist Kevin Kratsch, ich komme von der CDU. Hallo, grüßt euch, ich bin der Stefan Brutschka von der AfD. In dieser Version wurden einige Aussagen aufgrund ihrer Länge gekürzt. Die ungekürzte Version findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich zu folgenden Statements zu positionieren. Die Statements stammen größtenteils aus der Community, also vor allem von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir beginnen direkt mit der ersten Aussage. Die da oben machen, was sie wollen. So ganz überraschende Aufstellung, glaube ich, wenn man das sieht. Mache ja so ein bisschen seit Kinder- und Jugendtagen irgendwie mal Politik, eher so für die Jugendverbände, und habe ja gesehen, es kommt darauf an, dass du halt einfach Lust hast, Dinge zu verändern, dich einzubringen, und so habe ich auch Politik immer erlebt. Nee, ich stimme da gar nicht zu. Es ist auch nicht so, dass es die da oben gibt und genau, die da unten. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Gesellschaft, die zusammenarbeitet, und wir haben unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Aufgaben, und der Wähler delegiert die Aufgaben zu uns, Politiker, und wir versuchen sie mit bestem Wissen und Gewissen umzusetzen. Aber ich habe mich trotzdem so positioniert. Ich finde trotzdem, es gibt natürlich Kritikpunkte. Ja? Es gibt auch Leute, die sich falsch verhalten. Und Fehlverhalten unter Abgeordneten dürfen wir nicht tolerieren. Deshalb ist irgendwie klar, die da oben gibt es nicht. Aber es gibt Einzelfälle, und da müssen wir, glaube ich, auch als Parlament kollektiv was gegen tun, ja, und das auch offen ansprechen, damit dieser Eindruck eben nicht entsteht, der ja von, und da wird ja auch wahrscheinlich gleich was zu hören sein, manchen kultiviert wird, dass das so sei. Also zum Fehlverhalten ist zu sagen, es wird ja sofort auch, sobald Fehlverhalten auch irgendwie offenkundig wird, reagiert. Also ich weiß ja, worauf du ansprichst. Gerade in dem letzten Jahr, was auch die Massen angeht, da hat auch gerade die Fraktion der CDU sehr massiv reagiert und die Leute wirklich sofort auch rausgekegelt. Das fand ich auch richtig und gut. Und wir merken das ja selber als politisch aktive Leute, dass wir immer in einem Kollektiv gesehen werden, auch wenn wir mit den Fällen einzeln individuell nichts zu tun haben. Die machen, was sie wollen, gerade auch, was die Corona-Politik zeigt. Ich glaube, niemand wollte gewisse Maßnahmen einfach mal so durchziehen, sondern man muss ganz oft Dinge machen, die man eigentlich nicht gerne machen will, aber dann für die Allgemeinheit und für die Zukunft des Landes, glaube ich, dann notwendig sind. Naja, ich stimme denen schon zu, wenn jetzt auch der Ausdruck, die da oben, vielleicht etwas falsch ist. Aber die Politik ist schon etwas abgehoben. Und aus diesem Grund bin ich ja auch in die Politik gegangen. Alle anderen Fraktionen wehren sich ja immer heute noch gegen Volksabstimmungen, was uns ganz wichtig ist, dass der Bürger mitbestimmen kann und nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene. Und deswegen sollte man Politik wieder transparenter machen. Und dann kommt auch das wieder auf eine Ebene, so wie es sein soll. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich stimme da ihm zu, was da angefragt wurde aus der Community. Aber sorry, wenn ich kurz mal einhake. Ich meine, da fängt doch schon ein bisschen das Problem an, wenn Sie sagen, die Politik. Also ich finde, wenn jemand so pauschal irgendwie einen Satz beginnt, dann muss man immer schon realisieren, irgendwas stimmt nicht. Und ich finde, ist doch völlig klar, und das haben ja auch die beiden Kolleginnen eben auch mitgesagt, der Kollege, wir müssen uns immer alle hinterfragen, die Politik machen. So wie jeder in der Gesellschaft sich permanent hinterfragen muss, erkläre ich das gut, bin ich transparent, mache ich das richtig. Ich meine, das ist Teil unseres Jobs und jedes Jobs, glaube ich. Aber halt irgendwie immer in die und wir schon aufzuteilen, so wie Sie das machen, und irgendwie eine Frage, nämlich ob wir eigentlich das machen, losgelöst von der Realität, gleich mal irgendwie wieder in Ihre Richtung umzudeuten. Ich finde, das zeigt ja schon ehrlicherweise, wo das Problem vielleicht auch bei Ihnen zumindest liegt. Naja, aber man muss ja auch klipp und klar sagen, wäre Verdrossenheit zur Ihrer Politik, Sie reden ja immer von Ihrer Demokratie, ich meine, es gibt nicht Ihre Demokratie, sondern es gibt eine allgemeine Demokratie. Es würde keine AfD nicht geben, wenn die Politikverdrossenheit nicht so groß gewesen wäre. Zumindest bei mir im Wahlkreis, ich habe einen SPD-Abgeordneten und einen CSU-Abgeordneten. Bei den SPD-Abgeordneten sieht man das ganze Jahr nicht, nie.
Und den CSU-Abgeordneten sieht man nur, wenn ich da mal einhaken darf. Ich glaube, das interessiert hier auch gar nicht die Jugendlichen, was so vor Ort der SPD, der CDU-Abgeordneten, die AfD-Politiker. Es geht auch hier nicht um die AfD, sondern es geht um unser gesamtes demokratisches System. Wir sind eine repräsentative Demokratie. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut damit gefahren, über einzelne Punkte, wo man sagt, man nimmt noch mal Volksentscheide hier oder da noch mal stärker mit in die Demokratie mit ein. Ich glaube, darüber kann man debattieren, aber das ist keine Frage von die da oben oder die da unten. Naja, ich glaube, die Frage zielt ja auch in eine, glaube ich, in eine andere Richtung. Nicht wer, was Sie vor Ort erleben oder auch nicht erleben. Es geht ja darum, ist die Politik abgehoben? Und ich würde das mit verneinen, denn wir alle wissen, wie schwer es ist, auch als Politiker, und wie viel die einzelnen Politiker tatsächlich auch wirklich arbeiten und leisten. Wo ich vielleicht zustimmen würde, ist, dass wir tatsächlich vielleicht ein Kommunikationsproblem haben, dass wir diese komplexen Sachverhalte viel einfacher und schneller auf die Straße bringen müssen. Das haben wir vielleicht in vielen Sachen versäumt. Da würde ich uns mal alle so in einen Pott schmeißen. Und wir haben auch verlernt, vielleicht auch diese komplizierten Sachverhalte in kurzen Sätzen zu erklären. Aber dieser Satz, die da oben machen, was sie wollen, das, glaube ich, stimmt zu der Zeit überhaupt gar nicht mehr. Denn wir erleben ja auch Bewegungen, und das ist keine Politikverdrossenheit. Ich erlebe viele Leute, die sind Politik interessiert wie noch nie. Gerade die jungen Leute, also gerade Fridays for Future, hat das mega gezeigt. Und im Übrigen hat auch Fridays for Future gezeigt, ein Thema auf die Agenda zu setzen, ganz massiv mit friedlichen Protesten und auch mit gar nicht so viel Polemik und Populismus, so wie Sie das ganz oft machen, sondern einfach mit einer Forderung und mit einem Aufzeigen von Problemen, dass es wirklich bis in die letzten Ecken auch der CDU dann wirklich akut wurde und sagt, das ist kein Thema mehr, das ist ein Problem. Und das ist für mich nicht Politikverdrossenheit, das ist absolute Aktivität. Also der Punkt ist doch, die da oben machen, was sie wollen. Ist ja eine Aussage, die ist ja schon mal per se populistisch und sehr vereinfachend. Und ich will gar nicht darüber reden, wie viel jeder Einzelne arbeitet oder so, sondern mir geht es da um systemisch. Ja? Also was dieser Satz ja sagt, ist, dass wir nicht ausreichend Schutzmomente haben in einer Demokratie, den Einzelnen vor zum Beispiel staatlichen Übergriffen zu schützen. Klar, Demokratie kann immer besser werden, aber das ist mir schon wichtig, an der Stelle einmal zu sagen, ja, wir können besser werden, was Entscheidungsprozesse angeht, aber die Demokratie schützt jede und jeden Einzelnen und im Übrigen jede und jeden Einzelnen. Ja, sie grenzt nicht ganze Bevölkerungsteile aus wegen Herkunft oder anderen Sachen, sondern das ist Auftrag von Politik, und deshalb können die da oben eben nicht machen, was sie wollen, weil wir ein Grundgesetz haben, das Menschen schützt. Und deshalb kann diese Aussage gar nicht stimmen. Was vielleicht stimmen kann, ist, dass Einzelne diesem Mandat nicht gerecht werden und eben nur Politik für Einzelne oder gegen andere machen. Und das darf halt nicht sein. Jugendliche sollten ab 16 Jahren an der Bundestagswahl teilnehmen dürfen. Ah, jetzt bin ich gespannt erstmal. So, Stichwort Repräsentation. Natürlich, also man muss die Jugend mit einbinden, aber man ist mit 18 erst volljährig. Ich selbst habe zwei Töchter mit 15 und 17 Jahren. Und beide sagen selbst, sie könnten heute nicht entscheiden, was für ihre Zukunft wichtig ist, da sie auch zu wenig mit eingebunden werden in die ganze Geschichte aus der Schule heraus oder aus den anderen Themen. Da sind wir wieder bei der vorherigen Frage, da Politik zu wenig transparent ist, zu wenig mitgespielt wird, kann ich mir auch vorstellen, dass ein 16-Jähriger in der Lage ist, zu entscheiden, wen er wählt, weil dann wird aus Emotionen herausgewählt und nicht aus dem Verstand heraus. Also völlig Quatsch. Also Alter allein ist ja erstmal nichts Qualifizierendes. Also ich finde, man kann halt mit 41 ja irgendwie schlau oder ein Idiot sein, um es mal ein bisschen platt zu sagen, oder mit 20 oder mit 70. Und ich finde, Jugendliche haben eine klare Meinung, haben eine Stimme. Ich finde, was wir uns immer fragen müssen, ob wir in Schule eigentlich genug für politische Bildung tun, ob wir in der gesamten Gesellschaft genug für politische Bildung tun, ob wir nicht vielleicht dann auch gerade rund um Wahlen natürlich noch besser, noch mehr einfach auch in Schulen informieren und mit denen arbeiten müssen. Aber für mich ganz klar, ich finde, 16 ist das Wahlalter, was auch für die Bundesebene gelten muss. Ich finde, auch für die Landesebenen muss das gelten. Wir haben leider nicht alle Bundesländer, die das ja schon auf 16 gesenkt haben, auch ein Problem. Bei der Kommunalwahl in Niedersachsen haben wir es. Ich glaube, in fast allen Bundesländern haben wir inzwischen bei der Kommunalwahl ein Wahlrecht ab 16. Und ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie auf die Schnauze gefallen wären, weil sie plötzlich nur noch emotional gewählt hätten, was ja vielleicht von manchen auch ein Geschäftsmodell ist mit Hass und Hetze und Emotionen. Also klar, 16 ist ein gutes Wahlalter.
Es ist nicht so, dass der 16-Jährige der politisch Ungebildete ist. Im Gegenteil, ich habe die meisten und intensivsten Diskussionen eigentlich genau ab dieser Altersschicht. Und ich glaube auch, viele meiner Partei sehen das durchaus ein bisschen differenzierter. Es gibt, glaube ich, gewisse Vorurteile, die ich aber nicht bestätigen kann. Denn ich finde, dass wir gerade diesen Leuten die Stimme geben sollten, weil es in der Zukunft Themen gibt, wo, glaube ich, die Jugend mitzureden hat und wo wir uns auch als Parteien vor genau dieser Zielgruppe verantworten müssen. Und wenn es zum Thema Digitalisierung, Bildung geht, wenn es ums Thema Klimaschutz geht, ist es, glaube ich, richtig gut, wenn Parteien auch sich zu dieser Zielgruppe irgendwie hingezogen fühlen müssen und für diese Wählerschaft dann auch Politik und Programme machen müssen. Deswegen bin ich ganz klar für eine frühere Fähigkeit zu wählen und für früheres Recht zum Wählen. Aber warum stehe ich nicht bei voll und ganz, sondern warum stehe ich bei volle zu? Ich glaube schon, dass wir mehr in die Bildung investieren müssen, dass wir mehr in Aufklärung investieren müssen und dass wir auch klar machen müssen, was es auch für eine Verantwortung bedeutet, dem Parlament, den Bundestag zu wählen. Deswegen ja, die kommende Generation muss sehr stark repräsentiert sein in ihren Stimmen und ja, sie muss auch darauf vorbereitet werden. Volle Zustimmung, ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, dass 16-Jährige, ja, die ja schon einen großen Teil ihres Lebens auch selber organisieren und sehr wohl schon Entscheidungen treffen, auch in der Schule über ihr zukünftiges Leben, durchaus in der Lage sind zu sagen, wo wollen sie ihre politischen Schwerpunkte haben. Wir wollen repräsentieren und das heißt nicht nur, dass sozusagen Menschen früher in die Lage versetzt werden müssen zu wählen, sondern vor allen Dingen auch, dass sie früh auch mit in den parlamentarischen Prozess eingebunden werden. Also wir haben sehr wenig 18-Jährige, ich würde fast sagen gar keine im Deutschen Bundestag, obwohl man rein theoretisch wählbar ist. Unsere Verfassung sagt, man kann ab 18 gewählt werden. Warum lassen sich so wenig mit 18 wählen? Weil der Vorlauf fehlt. Vielleicht nur noch mal einen Punkt, glaube ich, weil der so als Vorurteil eingeführt wird, dass ja junge Menschen vielleicht gar nicht unterscheiden könnten, was richtig und falsch ist. Ich meine, junge Menschen sind ab 14 strafmündig. Also offensichtlich trauen wir ja mit 14 Menschen zu entscheiden, was eigentlich richtig und falsch ist, wenn es um die Frage von Gesetzen geht. Aber wenn es um die Frage von Zukunft, von politischen Entscheidungen geht, dann sagen wir, nö, da müssen wir noch 4 Jahre warten. Also aus meiner Sicht irgendwie irre. Wirtschaftlichkeit geht vor Klimaschutz. Geht vor. Wirtschaftlichkeit geht nur mit Klimaschutz und ich glaube, das können wir einfach uns die letzten Jahre angucken. Wenn wir nicht vorankommen und unsere Industrie und unsere Wirtschaft umbauen, um Klimaschutz auch zu erreichen, werden Jobs flöten gehen, wir werden aus dem Ausland überholt werden und wir werden keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Deshalb ganz klar, keine Zustimmung, es geht nur zusammen. Wirtschaftlichkeit geht vor Klimaschutz. Das stimmt natürlich nicht, weil Klimaschutz, das ist die Aufgabe dieser Generation, das muss gelöst werden. Aber wir brauchen eben auch die Jobs. Wir brauchen den Wohlstand, um auch Klimaschutz zu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Balance finden, dass wir Innovationen finden, die uns dann zu eben dieser CO2-Neutralität bringen. Ich finde das gar nicht gut, das so gegeneinander aufzustellen, weil es gibt nicht nur Wirtschaft und nur Klimaschutz. Es muss eine Wirtschaft geben, die den Klimaschutz mit garantiert. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig und deswegen bin ich auch hier. Und ich finde, in dieser ganzen Debatte müssen wir uns wirklich das Plakative jetzt mal raushalten, weil jetzt geht es darum, wie können wir das umwandeln. Und wir können das am besten umwandeln und eigentlich auch nur schaffen mit der Wirtschaft zusammen. Wenn nämlich alle gemeinsam sagen, wir wollen gerne eine Neutralität erreichen und wir schaffen als Politik die Rahmenbedingungen, damit Wirtschaft sich umbauen kann. Und wir haben eine Wirtschaft, die auch eine Chance erkennt in der Klimaneutralität, in vielleicht neuen Produkten, in neue Abwicklung von Produktion auch zukunftsfähig zu sein. Aber das geht nur zusammen und ich würde davor immer warnen und auch das nicht gut, finde es nicht gut, wenn wir das immer gegeneinander überstellen. Also die Wirtschaft ist ja eines der wichtigsten Sachen, die wir haben bei uns im Land. Ich meine, das schafft Arbeitskräfte, das schafft unseren Sozialstaat. Ohne Wirtschaft hätten wir keinen Sozialstaat. Ich würde allerdings auf die andere Seite gehen, wenn die Frage gewesen wäre, Wirtschaft vor Umweltschutz. Denn man muss einen Unterschied machen zwischen Klimaschutz und Umweltschutz. Umweltschutz ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Und würden wir unsere Umwelt vernünftig schützen, hätten wir kein Problem mit dem Klima. Ich bin jetzt mal gespannt, wie man die Umwelt schützen will, um das Klima auch dabei zu schützen. Aber das machen wir vielleicht bei einer anderen Frage. Also ja, dass das völlig bei klar ist, klar ist am Ende, klar. Wir sind ein Industrieland. Ich finde, wir müssen das bleiben. Aber es ist doch auch völlig klar, die Industrie wird doch in einigen Jahren komplett anders aussehen. Also Digitalisierung, Klimawandel als Menschheitsaufgabe. Und deswegen, finde ich, kann es überhaupt keine Hierarchie geben, zu sagen, es ist eben Wirtschaftlichkeit oder es ist, zumal Wirtschaftlichkeit irgendwie eine betriebswirtschaftliche Größe eigentlich nur ist. Also Wirtschaftlichkeit oder Klimaschutz ist kein Widerspruch. Industrie, Unternehmen, Wirtschaft muss sich verändern, wird sich verändern. Und es ist unsere Aufgabe als Politik, dass das eben kein Gegeneinander ist und dass das vor allem nicht auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
weiter ausgetragen wird. Lobbyismus hat zu großen Einfluss auf politische Entscheidungen. Jetzt sind wir breit aufgestellt, das ist super. Also ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall mehr Nachvollziehbarkeit bei der Entstehung von Gesetzen. Das haben schlechte Beispiele in der Vergangenheit gezeigt. Und ich würde eine Unterscheidung machen zwischen bezahlten Lobbyismus und unbezahlten. Weil es ist schon so, ich als flüchtlingspolitische Sprecherin habe ständig mit Flüchtlingsräten, mit Menschenrechtsorganisationen zu tun und auch Betroffenen. Und das möchte ich gern auch weiter, um besser zu werden im politischen Prozess und mehr zu verstehen an den Stellen, wo ich nicht selber sein kann. Insofern, ja, das ist, gehört zusammen. Aber sich sozusagen kaufen zu lassen für politische Entscheidungsprozesse, das ist nach wie vor zu doll möglich, weil wir keinen legislativen Fußabdruck haben. Und deshalb würde ich sagen, ein bisschen abgemildert, ja. Ich glaube nicht, dass es guten oder schlechten Lobbyismus gibt, sondern es gibt den Lobbyismus, die Interessensvertretung von den unterschiedlichsten Gruppierungen. Das ist auch wichtig, weil Politiker nicht alles wissen können. Sie können nicht jedes Problem kennen und es ist wichtig, dass da die Interessensvertretungen kommen. Ich glaube, wir müssen transparenter sein, aber wir müssen uns nichts vormachen, dass sozusagen Transparenz alle unsere Probleme in diesem Bereich lösen kann. Dass wir, wenn wir nur offenlegen, wer sich mit wem trifft, dass dann bessere Gesetze gemacht werden. Ich glaube auch, Lobbyismus ist nicht per se schlecht. Also ich selber bin als Vizepräsident des Deutschen Schaustellerbundes ja im Grunde auch Lobbyist, weil ich für die Interessen der Schausteller, Schaustellerinnen eintrete, für die Veranstaltungswirtschaft. Das ist gerade in der Pandemie unglaublich wichtig gewesen, sonst hätte Politik ganz viel gar nicht gewusst und uns überhaupt nicht wahrscheinlich gehört. Und ich glaube, so geht das ganz vielen Lobbyverbänden, die wirklich hier auch in Berlin oder in anderen Hauptstädten sitzen und ganz fleißig Arbeit machen. Manchmal muss sie auch bezahlt sein, weil es auch der Sacharbeit geht, dass man Gesetze auch mitentwickelt in den Gesprächen. Natürlich gibt es schwarze Schafe und die gibt es überall, in jedem Bereich. Diese schwarzen Schafe müssen natürlich benannt werden. Ich bin auch nicht dagegen, dass man gewisse Prozesse auch benennt. Ich glaube, ein guter Lobbyismus hat an sich auch nichts zu verbergen. Aber auch da ist ähnlich wie bei der Klimadebatte. Ich finde diese Herabstufung und die Pauschalisierung nicht gut, denn es gibt ganz, ganz viele Lobbyisten, die Tag für Tag für Unternehmer, Unternehmerinnen, aber auch für soziale Themen hier einstehen und wirklich einen ganz, ganz verdienten Job machen. Und die leiden unter diesem Populismus, den finde ich nicht gut. Stehe ich falsch, oder? Nee, also das hört sich super gleich an. Ne? Ja, also deswegen, ich glaube, die Linien sind wahrscheinlich dann auch an der Stelle, je nachdem, wie man das so ein bisschen wertet. Aber ich komme ja selber so aus der Jugendarbeit, habe Jugendpolitik für Jugendringe gemacht und eigentlich am Ende nichts anderes als Lobbyismus für Jugendliche betrieben, weil es um Interessenvertretung geht. Und deswegen finde ich, ist das überhaupt nichts, was man irgendwie abqualifizieren sollte, so nach dem Motto, das ist was Böses. Ich finde es halt extrem wichtig, dass man erstens sich mit unterschiedlichen Positionen, mit unterschiedlichen Betroffenheiten, mit unterschiedlichen Sichtweisen eben dann auch auseinandersetzt. Und dann finde ich, gehört Lobbyismus auch dazu, um halt tatsächlich vielleicht auch mal Sichtweisen zu hören, zu diskutieren, die nicht meine sind. Ich finde, muss man sich einfach auseinandersetzen. Und krass ist natürlich, wenn es intransparent ist, wenn irgendwas um Bezahlung geht, wenn es um Korruption geht, dann ist es natürlich ein absolutes No-Go. Aber deswegen glaube ich, ist es irgendwie nicht so gut oder böse. Ja, Lobbyismus ist sehr, sehr gefährlich in der Politik. Man sieht es jetzt an den Maskendeals in letzter Zeit, wie viele Stimmen da vermutlich eventuell auch gekauft wurden, wie viele Politiker, egal ob von der SPD, CDU, CSU, einzelne auch bei der FDP. Wie bitte? Ja, gibt auch einen, also, mit Maskendeals Geld verdient haben. Es gibt Leute, die verkaufen sich für ein Frühstück. Und sowas darf in Deutschland, in der Demokratie, nicht sein. Und deswegen sage ich klipp und klar, solange das nicht 100% öffentlich ist, repräsentativ ist, dass jeder nachvollziehen kann, wer wie, ist Lobbyismus sehr, sehr gefährlich in der Politik. Müssen Sie jetzt aber mal ehrlicherweise Nägel mit Köpfen machen? Also ja. Welcher Kollege, Kollegin der FDP, der SPD hat denn beispielsweise bei Maskendeals Ihrer Meinung nach hier können irgendwie Korruption? Können Sie alles aus der Presse entnehmen? Nee, also sagen Sie doch mal, wenn Sie diese Behauptung hier aufstellen. Ich stand ja alles in der Presse, können Sie auch mit Faktencheck machen. Ich fordere Sie jetzt mal hier auf, das ganz öffentlich zu sagen. Das ist hier ein öffentlicher Kanal. Sie haben gerade die FDP beschuldigt, bei den Maskendeals in irgendeiner Weise auch nur annähernd damit zu tun zu haben. Ich möchte jetzt bitte wissen, welcher Kollege das ist. Ich werde es einer zukommen lassen. Das mache ich. Kein Problem. Cannabis sollte kontrolliert und legalisiert werden. Ja, also für uns ist es so, dass wir sagen, Cannabis ist eben eine Droge, wie aber auch Alkohol eine Droge ist. Sie ist gesellschaftliche Realität und sie irgendwie zu kriminalisieren, sie wegzuschieben und so zu tun, als gäbe es sie nicht, hat ehrlicherweise null der Probleme oder Herausforderungen gelöst. Insofern sagen wir, entkriminalisieren in Modellprojekten, versuchen auf Landes- und kommunaler Ebene zu gucken, ob man es eben mit Prävention vernünftig begleiten und kontrolliert auch abgeben kann und es aber aus der kompletten Kriminalisierung auch rauszuholen.
jetzt mache ich mal was, was man auch machen sollte als Politiker. Ich gehe mal auf die andere Linie während der Debatte, weil mir ist natürlich gerade aufgefallen, dass man es nicht völlig ganz einfach freigibt, sondern es ist wichtig, dass Cannabis überhaupt, wenn es gehandelt wird, kontrolliert abgegeben wird. So im Prinzip ähnlich wie Alkohol. Ja, viele in meiner Partei sind ja sehr skeptisch und beharren ja auf ein klares Nein. Also so ehrlich will ich sein. Ich persönlich sehe das tatsächlich ein bisschen liberaler. Es mag tatsächlich auch daran liegen, dass ich hier in Berlin unterwegs bin und in Kreuzberg-Friedrichshain kandidiere, wo ich mit vielen, vielen jungen Menschen Kontakt habe. Ich selber bin dem Thema relativ emotionslos. Ich trinke gerne, das meistens viel zu viel. Aber Drogen konsumiere ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Aber habe halt viele Freunde, die auch feiern gehen und die mir doch auch anderes erzählen. Es gibt einfach diese Ängste, die wir auch bei uns, bei gerade auch vielleicht etwas fortgeschritteneren Generationen so breit gemacht haben. Die können wir einfach nicht standhalten. Und ich bin für eine Legalisierung in Modellprojekten, indem wir sagen, es gibt gewisse Stellen, unter gewissen Voraussetzungen kann man dort was bekommen. Und gerade wenn man auch nach Berlin schaut und zum Beispiel in den Görlitzer Park guckt, ich glaube, dass wir dort auch mit der Teillegalisierung, glaube ich, auch etwas erreichen, weil die Situation, wie sie derzeit hier in Berlin ist, dass man einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit da einfach hingehen kann und kann sich von eigentlich kriminellen Gruppen Drogen kaufen und da nicht nur, nur Marihuana. Das ist für mich eine Situation, die ist nicht in Ordnung. Ich glaube, mit einer Teillegalisierung kann man da auch entkriminalisieren. Und ich glaube, man kann da zumindest mal auch wieder für Bahn sorgen. Ja, Cannabis ist ja eine Einstiegsdroge, so wird die immer noch genannt. Und deswegen, ich komme halt vom ländlichen Raum und nicht aus der Großstadt. Da sieht man das etwas anders und etwas skeptischer. Im medizinischen Bereich, ja, auf alle Fälle, da es sehr gut sein soll im medizinischen Bereich, aber trotzdem nicht offen irgendwo in den Coffeeshops oder so verkaufen, sondern einfach nur über die Apotheke, dann habe ich kein Problem damit. Also die Einstiegsdroge, gerade wenn Sie aus dem ländlichen Raum kommen, wissen wir ja alle, sozusagen der Bezug zu Drogen ist dann, wenn, in meinen Augen der Alkohol und vielleicht auch das Nikotin, aber sicher nicht das Cannabis oder nicht allein. Und ich glaube, was wichtig ist in der Gesetzgebung, ist, dass wir versuchen, irgendwie es logisch zu machen. Ja? Auch das gehört ja sozusagen zu Politikverdrossenheit dazu, wenn Dinge sich nicht erklären. Und diese Zweistellung erklärt sich nicht in meinen Augen. Ich bin dafür und deshalb bin ich bei voll und ganz wegen kontrolliert und legalisiert. Das war ja explizit beides in der Frage drin, weil ich finde schon Jugendschutz, ja, vor den Folgen von Drogenkonsum zu warnen, gehört zum staatlichen Handeln zwingend dazu. Aber kriminalisieren, damit ganze Berufskarrieren zerstören, die Polizei in einem Maße zu überlasten, die eigentlich viel, viel, viel wichtigere Aufgaben hat, passt nicht in meinen Augen zu den ganzen Regelungen rund um das Thema Alkohol und Zigaretten. Und deshalb wünsche ich mir da eine Angleichung. Und ich glaube auch, dass wir gerade den wirklich dramatischen Drogenmarkt, ja, also wo es ja auch noch um ganz andere Drogen geht, ein Stück weit damit austrocknen können und Zugänge damit auch verbauen können, wenn wir es legalisieren und kontrolliert abgeben. Da haben wir doch schon mal ein Projekt für die nächste Legislaturperiode, ja, oder? Ich kann also auch mit euren Einschränkungen voll leben, insofern. Also wir könnten ja sagen, Cannabis legalisieren, dafür bleibt die Autobahn uneingeschränkt. Ich weiß nicht, ob man das so in einem gegenüberstellen sollte. Ne? Ist ja auch immer ein Framing. Ne? Also jetzt Drogen und Autobahn zusammenpacken. Ja, gut, stimmt. Damit macht man sich ja auf der Autobahn auf jeden Fall keine Drogen. Das ist klar. Das deutsche Schulsystem ist dem schnellen Wandel der heutigen Zeit gewachsen und bereitet die Jugend ausreichend auf den internationalen Wettbewerb vor. Das ist schwierig. Ich bin noch nicht entschieden, Moment. Von hinten, also ja, wir haben noch ein oder relativ gutes Schulsystem, aber ich glaube, wir haben doch etwas verschlafen in den letzten Jahren. Man hätte es besser ausbauen können, man hätte noch mehr machen können. Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, in meinem Wahlkreis eine Universität zu bekommen, die dann auf Englisch unterrichtet. Englisch wird in Zukunft mit Sicherheit die Weltsprache, oder es ist die Weltsprache, aber es wird in der Industrie mit Sicherheit in Zukunft nur noch Englisch gesprochen. Also, und das haben wir, glaube ich, gegenüber anderen Ländern gefühlsmäßig etwas verschlafen. Da müsste man noch viel, viel mehr investieren, weil Bildung ist unsere Zukunft und gut gebildete Jugendliche sind dann auch die, die in Zukunft unser Land vielleicht in der Politik vertreten, aber auf alle Fälle in der Wirtschaft vertreten. Und das ist sehr, sehr wichtig.
Es ist immer noch so, dass einfach in Deutschland leider einfach Bildungserfolg sehr stark von der Bildung der Eltern abhängt. Das ist was, was wir, finde ich, überhaupt nicht akzeptieren dürfen. Wir erleben immer noch, dass die Frage auch von, gerade wenn es um digitale Endgeräte geht, Familien, Kinder, die eben nicht so ein hohes Einkommen haben, da zurückfallen. Und insofern würde ich sagen, wir haben da echt eine Riesenbaustelle. Es ist nicht alles schlecht, weil es auch ganz tolle, engagierte Lehrerinnen und Lehrer und Schulen gibt. Aber wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Und ich glaube, das ist auch eine Kernaufgabe für die nächsten Jahre. Also ich habe gezögert, hier jetzt rüber zu gehen, weil mir ein Punkt wichtig ist, und das sind die Lehrkräfte. Ja? Man hat ja immer so das Gefühl, dann ist es ein Vorwurf. Richtig ist aber, dass wir als Politik natürlich unterstützen müssen. Und das tun wir natürlich nicht ausreichend. Das geht bei Sprache los, es geht bei wirklich modernen Fragen des gesellschaftlichen Lebens los. Wie viel Raum haben bestimmte gesellschaftliche Fragen heute in der Schule? Ja, das Thema Sexismus, bestimmte historische Momente, Umweltschutz, Klimaschutz, all diese Fragen wünsche ich mir einfach noch viel mehr im Schulalltag. Aber dazu gehört eben auch, dass man Lehrkräfte in die Lage versetzt dazu und sie nicht verurteilt, dass sie einen schlechten Job macht, weil so ist es nicht. Ja? Politik hat da viel verschlafen und deshalb die Positionierung hier bei Stimme nicht zu, weiß aber, dass wir das Potenzial haben, wenn wir es gut machen. Also deswegen bin ich hier bei neutral stehen geblieben tatsächlicherweise, weil ich auch finde, dass wir durchaus gute Schulen haben mit guten Lehrern und auch gute Universitäten, wenn wir weitergehen. Ich glaube, dass es da sehr viel engagierte Projekte auch gibt, wo ich aber absolut dafür bin, wir müssen absolut die Schulen ausstatten, wir müssen die digitalisieren. Wir haben ja auch gerade in Corona-Zeiten jetzt gemerkt, wie schwierig es ist, flächendeckend nur kleine Lüftungsanlagen einzubauen. Also jeder, der mal in Schulen unterwegs ist, denkt, jetzt sind wir derzeit alle, sieht eigentlich, in welchem Zustand manchmal die Räumlichkeiten sind, wie Lehrer da alleine gelassen werden und heute teilweise noch einen Röhrenfernseher da reinschieben, um Film zu zeigen, wo man sich denkt, da ist ja jedes Privatkino, jeder private Schreibtisch besser ausgestattet. Warum habe ich mich hier hingestellt? Stimme gar nicht zu, weil ich hier wirklich ein großes, ganz großes Politikversagen sehe. Das hat übrigens nichts damit zu tun, dass natürlich Lehrer tausendfach in Deutschland jeden Tag einen richtig, richtig guten Job machen. Sondern hat was damit zu tun, dass die Länder, ich komme aus Berlin, hier in Berlin kann man das ganz klar so sagen, die Schulen total vernachlässigen. Das hat übrigens nichts mit dem Geld zu tun. Es wird immer mehr Geld ins Bildungssystem hier gegeben, sondern es wird einfach, es kommt nicht an. Das hat man jetzt, Corona hat das offenbart, wie schlecht es eigentlich um die Digitalisierung steht, dass sie überhaupt noch nicht stattgefunden hat in den Ländern. Und es wird ideologisch geführt. Und das finde ich ganz schlimm, weil es einfach so einen Druck auf diesen Schülern lastet, dass sie unbedingt aufs Gymnasium wollen und nicht hinkommen, weil es so wenige Gymnasien in Berlin gibt. Und das finde ich schlimm. Und deswegen brauchen wir bessere Schulen. Wir brauchen eine bessere Ausstattung. Wir brauchen mehr Digitalisierung. Und am Ende brauchen wir auch Schülern die Möglichkeit, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, zu differenzieren nach ihren Fähigkeiten, nach ihren Möglichkeiten, nach ihren Wünschen. Meine Meinung basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich fange mal an. Politik wird von Menschen gemacht. Und so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich ist auch die Politik. Und ich bin Volkswirtin, ich versuche selbstverständlich, mich an Wissenschaft zu orientieren, aber Wissenschaft muss auch gelesen werden. Und aus den wissenschaftlichen Erläuterungen muss man dann eine Meinung sich bilden. Und so kann man Dinge unterschiedlich bewerten. Und wir wären schlecht beraten, wenn wir sagen würden, es gibt nur eine Meinung und die ist die der Wissenschaft. Sondern Meinung muss gemacht werden, die muss aus Fakten, muss die sich entwickeln. Und meine Liebe zur Freiheit zum Beispiel, die prägt dann die Meinungsfindung, die sich von den Fakten herleitet. Also ich habe mich echt schwer getan mit der Antwort, weil ich glaube, nicht alles, was irgendwie so Lebensrealität von Menschen ja auch betrifft, mit denen wir ja auch in der Politik irgendwie tagtäglich ja konfrontiert sind, ist immer eine Frage von auch wissenschaftlichen Fakten und Aufarbeitungen. Und der Anspruch an uns, an unsere Entscheidung ist, dass wir sie natürlich auf Grundlage der besten Informationen von Wissenschaft, von allem irgendwie treffen. Aber ich glaube, nicht alles lässt sich irgendwie in wissenschaftliche Kategorien und Erkenntnisse und Studien immer reinpacken. Also ich habe überlegt, weil Wissenschaft und Fakten gehören natürlich zusammen. Aber wenn man sagt, mein Wissen basiert auf Fakten, dann ist es bei mir als Flüchtlingspolitikerin, dass ich natürlich Statistiken darüber habe von unseren Behörden, wie viele Menschen kommen nach Deutschland, wie viele Menschen wurden abgeschoben, wie viele Menschen befinden sich in der und der Altersklasse. Und das wurde mal irgendwann erhoben, aber es ist ja nicht direkt Wissenschaft, sondern es sind einfach Sammlung von Daten. Deshalb muss ich sozusagen das einschränkend sagen. Das muss man, glaube ich, wirklich verstehen in der Politik,
der eigentliche Schritt kommt danach, ne? Eine Meinung zu haben, die sich speist, da kann man trotzdem auch sagen, also es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, aber ich komme trotzdem zu einem anderen Schluss und setze mich für etwas anderes ein, weil mir das Historische zum Beispiel wichtiger ist als die jetzige Zahlenlage. Es muss immer irgendwie faktisch unterfüttert sein, aber der Schritt dahinter, das ist der eigentlich politische. Was mache ich mit den Zahlen und wie positioniere ich mich da? Ich stehe hier drüben, weil ich bin ja für Landwirtschaft zuständig bei uns in der Fraktion und da ist Wissenschaft, glaube ich, sehr, sehr wichtige Sache, was Pflanzenschutzmittel betrifft, was Bodenbearbeitung betrifft, was auch die Windräder betrifft, was erneuerbare Energien betrifft. Der Kollege hat zwar gesagt, am Schluss kommt dann die Meinung, aber trotzdem muss man viele verschiedene wissenschaftliche Arbeiten anhören, auch von verschiedenen Meinungen. Und man muss sich dann aus den verschiedenen wissenschaftlichen Meinungen selbst die Meinung bilden. Aber da ich für Landwirtschaft zuständig bin, ist für mich natürlich Wissenschaft sehr wichtig. Also ich habe gar nicht lange überlegen müssen, bin hier direkt stehen geblieben. Zum einen will ich ehrlich sein, meine eigene politische Meinung bildet sich nicht nur aus irgendwelchen wissenschaftlichen Ergebnissen, sondern auch aus Erlebnissen, die ich tatsächlich Tag für Tag habe und auch aus Begegnungen. Das ist eigentlich der viel größere Nährboden. Ich glaube, dass Politik viel mehr ist wie das Abhandeln von wissenschaftlichen Ergebnissen. Es geht ja bei uns ganz oft und viel mehr um Gefühle, um die Stimmung der Menschen. Es geht darum, einzelne Schicksale mitzunehmen, die ja dich in so Statistiken gar nicht widerspiegeln. Also nehmen wir zum Beispiel den Klimawandel. Ich glaube, wissenschaftlich ist es unumstritten, dass wir hier ein Problem haben. Und es gibt auch wissenschaftliche Maßnahmen. Aber wenn wir die Menschen nicht emotional mitnehmen in diesen Wandel, sondern einfach nur darauf hoffen, dass wir ihnen eine Studie vorlegen und sie verstehen, worum es geht, wird der Klimawandel meines Erachtens nicht funktionieren. Denn jeder Einzelne muss seinen Teil dazu beitragen und im möglichsten Fall freiwillig. Denn so erreichen wir, glaube ich, die Klimaneutralität auch am schnellsten. Und so kann ich viele, viele Beispiele nennen, wo wir doch auch feststellen, dass Politik, die sehr wissenschaftsbasiert ist, bei den Letzten manchmal gar nicht ankommt und von den Letzten auch nicht verstanden wird. Im Übrigen auch einer der letzten Probleme, glaube ich, der letzten Jahre, warum wir heute auch eine AfD haben. Weil wir, glaube ich, als Politik oftmals verlernt haben, jeden emotional mitzunehmen und uns die Mühe nicht gemacht haben oder vielleicht zu wenig, auch jeden Einzelnen das bis ins Tiefste zu erklären. Und stimmt. Ich glaube, deswegen ist Politik nicht nur Wissenschaft, sondern vor allen Dingen Gefühl. Und deswegen stehe ich hier bei neutral bei dieser Wobei Frage. Weil ich da hart gegengehen würde zu sagen, dass Menschen sozusagen bei ihrem Gefühl gegriffen wurden, die jetzt die AfD wählen. Ich glaube, dass es einfach eine knallharte thematische Auseinandersetzung gab, die politisch ein Stück weit beantwortet wurde. Es gibt nicht immer nur einen glorreichen Punkt, aber ich glaube, der Punkt ist mittlerweile ist bestimmt dabei. Ich habe mich mit vielen Wählern der AfD unterhalten und viele haben dann eigentlich im Grunde, als sie mir die Antwort gegeben haben, sich nicht abgeholt gefühlt. Und ich glaube, das ist eine Kritik, die wir auch nicht nach Einzelnen stellen sollten, sondern als gesamten Kosmos mal überlegen müssen, wie schaffen wir es eigentlich auch wieder ganz durchlässig zu werden, dass einfach der Nährboden für Populismus nicht so da ist, wie er da ist, weil er ist ja nun er ist ja plakativ. Es gibt auch Menschen, die haben sich emotional nicht abgeholt gefühlt und nicht rechts gewählt. Das will ich nur damit sagen. Keine Frage, aber ein großer Teil schon. In der Vergangenheit wurden die Ministerposten ausreichend nach Kompetenz verteilt. Also ich finde, wenn man Andi Scheuer sieht, dann braucht man eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Dieser Minister ist wirklich in der desaströsen Politik, die er betrieben hat, nicht mehr zu überbieten. Und er wird nicht abgewählt, er wird nicht abgesetzt, nicht von der Kanzlerin, nicht von seinem eigenen Parteichef. Und das finde ich schon schlimm für unser Land. Ich würde auch sagen, das Zusammenspiel der Minister und dieses Kabinetts bei der Fehlerhäufigkeit und den Folgen, dass es so folgenlos geblieben ist, das ist eigentlich, was das ganze Kabinett disqualifiziert. Das ist aber nicht immer so, glaube ich, und es trifft auch nicht auf jeden Einzelnen zu. Aber in diesem Kabinett ist es definitiv der Fall. Da sind so viele Fehler gemacht worden und es ist eben ohne Konsequenzen geblieben, dass ich mich auch hier positionieren würde. Möchte aber auch sagen, dass ich nicht finde, dass man immer die berufliche Qualifikation haben muss für das Ministerium, das man begleitet. Nein. Aber die politischen Spielregeln zu kennen, sich fair mit dem Parlament zu verhalten, Opposition und auch und das Parlament an sich zu respektieren. Das wären schon mal so Tools, die ein Minister oder eine Ministerin bräuchte. Und da sehe ich krasse Defizite in dieser Bundesregierung. Tja, mir ist bei der Frage jetzt ist zu billig, jetzt auf einzelne Minister zu gehen. Man könnte auch dann fragen, war Heiko Maaßen der Richtige für den Job? Und da könnte man jetzt eine Stunde Diskussion auch machen. Ich glaube generell, dass der Anspruch einer Bildungsregierung immer ist, dass man gute Leute findet, die ins Kabinett kommen. Und ich glaube, dass das auch eigentlich in der Regel gelingt. Denn ich bin der absoluten Auffassung, auch mit allen Oppositionellen zusammen, dass wir eine gut regierte
Vergangenheit haben, wo nicht alles gut lief. Da bin ich doch vollkommen dabei. Aber ich glaube, unterm Strich kann sich Deutschland nicht beschweren, denn wir stehen tatsächlich auch nach wie vor nicht in allen Bereichen. Es gibt Zukunftsthemen in vielen Bereichen, auch gerade in der Corona-Pandemie, besser da wie viele andere Länder. Und ich glaube, deshalb würde ich die Frage so neutral beantworten. Es gibt bestimmt den einen, der besser und der schlechter ist und einen, der besser ins Amt gepasst hat und der andere nicht. Aber das so pauschal zu sagen und sich auf einzelne Minister zu stürzen, tut, glaube ich, der Gesamtregierung nicht ganz so gerecht. Also ich stehe bei Stimme gar nicht zu, weil die Frage war ja, da kam mir das Wort immer vor und immer beinhaltet jeden Ministerposten. Und ich sehe jetzt zum Beispiel bei Herrn Hubertus Heil einen sehr guten Minister, der auch einen guten Job macht in seinen Ressort. Aber Andi Scheuer zum Beispiel, der wurde schon angesprochen, Verkehrsministerium, sehe ich Schwierigkeiten. Ich persönlich würde mir auch wünschen, dass das Verteidigungsministerium immer mit alten Generälen ausgestattet werden würde oder dass zumindest das Gesundheitsministerium nicht von einem Bankkaufmann geleitet wird, sondern vielleicht von einem Arzt oder so irgendetwas. Also ja, wir haben gute Minister, aber halt leider nicht immer, nicht jeder Ministerposten ist aus meiner Sicht perfekt ausgestattet. Ja, da muss man jetzt mal ganz kurz ehrlich sein, gerade beim Gesundheitsminister. Das ist nämlich nicht unbedingt wichtig, dass ein Arzt oder Virologe ist, weil das Gesundheitsministerium ganz viele unterschiedliche Kanäle auf einen Punkt bringen muss, wo es gar nicht schlecht ist, wenn da jemand auch ein bisschen neutraler ist. Und da muss ich auch eine Lanze für Jens Spahn brechen, der wirklich viele gute Diskussionen angeleiert hat jetzt in der Vergangenheit und die Corona-Pandemie mit viel Engagement gelöst hat. Mit Sicherheit auch nicht alles gut gelaufen, aber das Beispiel fand ich jetzt äußerst schlecht. Ja, aber Bankkaufmann als Gesundheitsminister gibt es mit Sicherheit aus meiner Sicht bessere Leute. Das Wort immer kam in der Aussage nicht vor. Das Statement lautete, in der Vergangenheit wurden die Ministerposten ausreichend nach Kompetenz verteilt. Na gut, dann muss ich uns weiter drüber gehen. Gut. Vielen Dank. Bitte geh wählen. Wenn du noch unentschlossen sein solltest, klick auf den Link zum Wahlomaten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Sonntag.